50-Euro-Schläger versus 500-Euro-Schläger. Der 50-Euro-Schläger ist der Butterfly Force, der beste Schläger von den Fertigschlägern, weil man eben schon griffige Belege hat und damit kann man eben Spin ins Spiel bringen. Bei dem 500-Euro-Schläger handelt es sich um das Fan Chen Dong Super ZLC. Jetzt nicht für jeden geeignet, eher ein schnelles Holz, ist aber von der Entwicklung das höchste, was Butterfly zu bieten hat. Da drauf haben wir die meistgespielte Belagkombination bei den Profis, den Dicknix 05, eher auf Speed ausgelegt, trotzdem super griffig, nicht ganz so hart wie auf der anderen Seite, der Dicknix 09C, sehr hart, sehr griffig und trotzdem bietet er viel Kontrolle. Wie man hier sieht, kann man mit dem 50-Euro-Schläger, mit dem Force, wirklich viel Rotation erzeugen. Der Block ging nämlich über den Tisch. Auch beim Rückhand-Topspin hat man eine super Spin-Entwicklung. Auch Kontern geht echt super. Der Ball haut hier nicht ab, er klebt förmlich am Schläger. Beim Aufschlag merkt man dann doch, dass im Vergleich zu Profibelegen weniger möglich ist. Jetzt mit dem 500-Euro-Schläger habe ich gefühlt eine richtige Rakete in der Hand. Muss kaum was machen, der Ball wird gut rauskatapultiert. Beide Belege spielen sich wirklich super. Man kriegt deutlich mehr Rotation in den Ball beim Dicknix 09C. Einer der Gründe, warum bei den Profis mindestens einer von beiden Belegen gespielt wird. Selbst bei den Chinesen. Kommen wir zum Fazit. Grundlegend machen beide Schläger erstmal tierisch Spaß. Muss es jetzt für den Einsteiger das 500-Euro-Modell mit dem Fan Chen Dong Super ZLC sein? Ich finde nicht. Klar, man kriegt noch mal mehr Rotation rein. Die Belege halten einfach etwas länger. Nichtsdestotrotz ist der Fertigschläger gerade für Einsteiger erstmal ein super Modell, um Spaß am Sport zu gewinnen und Bock auf mehr zu bekommen. Welcher Schläger wäre es für euch? Lasst es uns gerne wissen und schaut bei uns im Butterfly Store Berlin in der Kochstraße 28 vorbei. Wir würden uns freuen.